wollte mir was Hübsches kaufen. Die Arte sollten zu mir kommen. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Ich habe gesehen, dass diese... Eine Rebellion ist im Gange, Präsident. Wenn diese Rebellen Prinzessin eure Aufmerksamkeit sind, sollten sie wie alle anderen einen Termin ausmachen. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Die rennen in die Wand, ist das geil. Die sind so ruhig auch. Solarpark. Oh, die hängen ja aus dem Senkel, ja. Das ist doch umweltschonend, ja. Ich verstehe es nicht. Doch aus dem Senkel. Oh, hier kriegt man wirklich Wärmeerweiche. Der Palast dementiert entschieden Gerüchte über einen Aufstand oder eine Rebellion. Räumt aber ein, dass es in dieser Woche einen offenen Austausch von Sichtweisen gegeben hat.
Fürchterlich. So, wir sind doch schon dran hier, oder wird das so besser? Muss mal cool bleiben. Es gab einige Möglichkeiten, nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetz bricht. Über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Sonico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Nein. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort. Meldungen über die Beschädigung. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Oh. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert?
alles völlig legal, natürlich. Oh, das passt auch nur in den Schicksal. Jetzt kotzt er noch mehr. Oh, alle wollen es einsehen. Ist das geil. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es gesetzt ist. Ich muss unbedingt gar nichts bauen. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Oh, die Gewehre. Ja, da haben wir keinen Platz gemacht. Erledigt. Wissen Sie, was das Geheimnis hinter besseren Handelsabkommen ist? Freundschaften. Und was? Ja, das will ich. Auch. Geschäft und Freundschaft. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsident. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das Zehnfache zurückzahlen. So, Kriegszustand. Tun wir mal weg. Oh, immer noch 17. Verfluchte Axt. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Oh, jetzt haben wir sie wieder. Yes! Astrein. Da bin ich aber happy jetzt. Meine Güte. Komplett neu drehen müssen das Video. Astrein, Junge. 37 Grad mal ähnlich.
ab, dem Trinkwasser Chemikalien beigefügt zu haben, um die Bürger gefügiger zu machen. Ruft an und sagt uns eure Meinung, wenn ihr eine habt. Bitte, jetzt sind wir bei 61, ey. Wollte ich denn das mal? Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Warte nur. Also, was ist das denn? Ich bin mir sicher. Jedoch. Perfekt. Danke, dass Sie das getan haben, Präsident. Außerdem wurde niemand gefeuert. Und die Sponsoren sind... Ich fälsche mich auch nicht. Ich habe gesehen, dass diese... Warum sollte ich was fälschen? Da spielen wir das, oder ich lade es. Was soll ich da machen? Alter, Laura. Die Soldaten... Kindheit... Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Von der sprichwörtlichen Sorte, nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Lass mich raten, zu Laubhauen. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von 2 Mauern. Und wo sind sie? Ach. Feuerwehr ist schon da, siehst du. Sprechen irgendwelche dieser anderen? Ich habe einen Vorschlag. Sie helfen mit... Thank you.
Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10. Ihr werdet die neuen experimentellen Überwachungsdrohnen vor eurem Fenster bemerkt haben. Seid nicht beunruhigt. Die Drohnen greifen an, wenn sie Furcht wahrnehmen. Nummer 421. Oh, ich wollte eigentlich da lang. Mann. Ja, hast du sowieso nicht mit Aufkörpern. Ich selbst natürlich. Ich habe es alleine geschafft. Genau. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Ja, so ganz normal. Ja. Ja, ganz normal. Ja. Ja. Sie scheinen unsere Anweisungen befolgt zu haben. Aber ja, klar, Frau Merkel. Die schriftliche Bestätigung, dass Sie alles richtig gemacht haben. Ja. Darum bitte ich, Frau Merkel. Wir schaffen das. Das macht ja nur Minus. Der Palast lässt offiziell verkünden, dass keine Pläne zur genetischen Konstruktion folgsamer Bürger existieren. Wie beruhigend!
Mittagspause. In der Straße Tropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Von hier aus gehen sie dann ja weiter. Präsidente, willkommen. Ich bin... Ein Casino in der Botschaft. Sind Sie glücksspielsüchtig, Herr Putin? Es gab einige Möglichkeiten. Nichts illegal. Was soll das hier hinten? Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Würde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Thank you.
wie auch immer wir das mal ankriegen. Und Alter, da kann man nichts mehr touristenmäßig hier machen. Recycling bedeutet, wenn es mit den... Kein Einziger. Da frag ich mich doch drei. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Ich wollte so schön hinpassen. Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Der Villa, ja, aber. Also vor einem kleinen Aussichtspunkt noch. Boah, ja, klar, ist das nicht gut. Nummer 421. Oh, Präsidente, ich entschuldige mich.
5000. Ah, das brauchen die, wie eine Macke. Das können wir machen. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Ah. Alles völlig legal. Ne? Leider. Was sind denn die Abenteuer sowas? Meine Güte. Die Rebellen Tropicos konnten heute... Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Da hinziehen, ne? Dann.
Angreifer. Nein. Sprechen irgendwelche? Das ist ganz wichtig, dass die Transportgüter bewegt werden. Wenn du da versagst, dann kannst du gleich aufhören. Was hat er damit gemeint? Das wird dann schon sehen. Transportform, das war ja auch nicht meine City. Ja, Smartphones und Fruchtblockenkrebs. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es gesetzgebrochen ist. Aneignen. 1200. Forschung. Das ist ein künstliches Namen. Ich bin froh, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Präsident. Gehorsam ist immer der richtige Weg. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle
völlig legitim. Ach ja. Tja, wie kriegen wir das lösen? Das ist natürlich jetzt schwierig hier. Das ist so schwierig. Erreichen wir gleichzeitig Touristen. 28, aber. Oh mein Gott. Touristen Island. Der Sieg gehört euch, ja. Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Schlimm genug. Ich bin doch kein Tourist. Das gibt's doch nicht, Alter. Was für ein Mist. Das ist alles so authentisch. Das ist alles so authentisch. Na bitte. Mein Rucksack fühlt sich an wie 100 Kilo. Ach. Reich. Die sind doch reich, die AIDA-Touristen. Meine, definier mir reich, also. Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Nein, nein, da rennen sie vor allem noch. Säcker. So gleich an der Wand stellen. Da, haha, da kommen sie. Jetzt seid ihr am Arsch. Ey, du fährst vorbei! Da! Du fährst vorbei, du Idi! Da! Das gibt's doch wohl nicht! Wie die Trosseln, Alter! Soll ich ja mal ein Haus hinbauen? Die sind ja obdachlos. Ich möchte, dass sie etwas für mich tun. Nee, nicht noch einen. Nein, nicht noch einen. Wir haben hier noch Wolkenkratzer da. Was vom Treppenschuss. So, warte mal. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen... Hey Leute, die Kohle, die prasselt rein. Das geht gut voran. Tja, wir haben noch viele Produkte im Angebot. Dann kauft man sich da einen Klicker. Holla die Waldfee, guckt euch das mal an. Viele, viele. Fehlen nur noch Autos. Autos, Autos. Stahl, da brauche ich Stahl. Stahl, glaube ich, brauche ich nicht. 16 lange. Was sind das? Ich habe
tropfen da dann rein. Kohle brauchen wir ja auch. Kohle. Ja, das war wieder klar. Das ist mitten in so einem Naturding drin. Eine offizielle Stellungnahme des Palasts erklärt Kryptowährung für unpatriotisch. Wenn kein Bild von El Presidente darauf ist, ist das keine Währung. Drumherum. So muss das sein. Präsidente, ich wollte mich bezüglich Ihrer Gesundheit erkundigen. Ich glaub dir kein Wort, aber danke. Danke, danke. Thank you.
Sorry, sorry, sorry. So, machen wir kurz weg. Ist die Welt schon untergegangen? Nö. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Oh, wir haben Autos. Perfekt. Na, da geht's doch jetzt richtig los. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetz bricht. Warte mal, warte mal, warte mal. Wissen. Na bitte, sind wir bald bei 7000. Wird doch langsam. Wo versteckt sich Penultimo? Fragt mir nach. Jawohl. Gute Nachrichten, Präsidente. Na, wir haben die Ethikdebatte gewonnen. 93% der Wissenschaftler sind Forschungsstipendien wohl wichtiger als Ethik. Präsidente, einige eurer Eichhörnchen sind eingetroffen. Es sind weniger als versprochen, da manche scheinbar während der Reise von den anderen gefressen wurden. Viele Grüße. Schreib das Schild hier von mir. Sie haben getan, was von Ihnen erwartet wurde. Mehr haben wir nicht erwartet. Alles gut, gut, alles gut. Alles gut. Besitzen Sie Parkgröße XXL 4-mal. Auf 4 verschiedenen Inseln. Das ist doch kein Problem, ja. XXL. Das ist ja auch kein Problem. Klatsch. Ein kleiner Wunderlager draus. Ja, zack. Thank you.
Na, das ist doch sinnlos. Tropikoland. Ziemlich cool. Cooler Slogan. Einnahmen durch Tourismus. Hm, das ist ja ein Riesen. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Platz mehr hier, das ist doch zum Verrückten. Obere Verbrennung, na bitte. Schrottplatz. Also. Präsident, Amerika ist vom Dasein als Supermarkt gelandet. Nein. Oh, 13. Wieso 13? Was ist hier los? Was haben denn die nur wieder für Probleme? Besondere Bürger. Nee. Oh, ist das ein nerviger. Nee. Das ist wirklich ätzend. Beherrscht Technologie unser Leben? Umfragen in sozialen Medien bestätigen eine Zufriedenheit mit allen Dingen von 117%. Die Zahlen lügen nicht!
Illegales. Ja, mir jetzt wieder hochgewandert, die, das ist doch schwachsinnig. Völlig schwachsinnig, ey, wirklich. Fasst euch am Kopf, ey, ihr seid krank, seid ihr. Durch jetzt besser, ihr fühlt euch besser und dann müsst ihr randalieren, das ist doch Psycho. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für... Jetzt sieht's elbart, ja. Habitate sind für Gum. Oh mein Gott. Konserven. Ich habe gesehen, dass diese Dinge ein... erfolgreich sein und nicht mir, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Thank you.
Customer Service 33. Effizienz 56. Oh mein Gott. Alles völlig legal. Ja, ja. Na, lass mal. Die Rebellen Tropicos konnten heute einen spontanen Vandalismus-Wettbewerb für sich entscheiden. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, ja, natürlich. Ja. Oder? Aber Schmuggelbande. Das Wort lassen, Schmuggelbande. Mit denen keine Geschäfte machen. Da sind alle gleiche Heil von dir. Was ist denn nun hier los?
Wir fahren, wir haben kein Öl. Ach so. Oh, das läuft schon so lange. Voll ernst. Oh mein Gott. Tüdel hier rum, ey. So viel Verlust ist schon gemacht. Boah, 93.000 minus. Nur weil die keinen Strom hatten. Oh mein Gott. Ist überhaupt nicht ätzend hier. Ich habe gesehen, dass... Lauf doch mal nicht hier. El Presidente hat dem Volk von Tropico heute versichert, dass die Lebensqualität auf unserem Archipel die höchste der ganzen Welt ist. Danke, Presidente! Presidente! Oh nee, das ist jedes Mal wegkommen. Presidente. Kino gucken.
bitte hier unterschreiben würden. Und hier. Und hier. Wollt ihr Autos? Ich hab Autos. Knackerhöhl. Oh. Krass. Crank, crank. Ach, Glück. Das ist kein Bräuner. Lach. Mario, Attacke mal. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen... Na bitte, hörst du, die machen das klar, Junge. Reich, wir reichen, Junge. Ungehindert, hoffe ich. Mal alles erhöhen, ja. Da gibt's vielleicht ein bisschen mehr rund. Anderes Hotel? Wir schauen mal. Ein Wolkenkratzer Hotel. Tschüss. Das bauen wir auch mal. Klatschen hier noch ein schönes Wolkenkratzer Hotel. Was ist das? Das Hotel noch voll klatschen, dann müsst ihr da Index ja mal hochgehen.
krasse Hotels haben. Luxushotels. Richtig, oder nicht? Ich bin an guten Geschäften interessiert. Ah, los jetzt hier. Ah, Tagi. Was ist los? Nein. Ja, 40 hier ich mich, das hätte er ja nicht. Die gute ist voll. Tourist. Komisch, das Ding ist voll. Oh, wir wollen ja Abenteurer, machen wir auch nicht so. Ah, die brauchen glaube ich Billighotels. Warte mal, guck an den Strand. Ja. Alles ein Hotel, oder? Oh, Billighotel, ja. Luxushotel. Die Tränen fallen. Der neue verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Oh, das ist voll.
Siehst, da haben wir die Lösung. Billig oder nicht? Ich bin mir sicher. Du mal reden, Kater, was ist denn da noch? Luxus, billig. Billig hat 3. Luxus hat 2. Hotel hat 4. Euch, Präsident, ich wusste, es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetz bricht. Oh, alle weg. Was ist denn jetzt los? Alle weg. Alle weg. Wo sind die alle hin? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, jetzt kommen hier. Gelände, ja. Oh. Hoho. Ich will braun werden. Ja, ja, ja. Ich wollte schon sagen, alle sind weg. Wolkenkratzer Hotel, die Idioten. Junge, Junge, Junge. Hüttendorf bauen, ja. Enklaven. Bestimmt hin, wie die Verrückten hier haben. Dass das hier auch nicht hinpasst, das ist auch da. Gleich neben dem Hotel. Irgendetwas interessiert? Eigentlich nicht. Ich will einfach nur die Mission jetzt endlich mal beenden. Das nervt nämlich. Also wahrscheinlich werden wir das in dieser Runde nicht schaffen hier. Oh mein Gott.
sind sie in deinem Dorf, na bitte. Warum starren mich alle an? Die rennen ja wohl mit der Ameise. Souvenirs, Souvenirs! Sie bauen selbstständig einen Auffahrunfall, damit es euch erspart bleibt. Bald zu besichtigen in eurem Rückspiegel. Sich mit jeder Mann. Den Hütten kommen die Klöber. Hey, Präsident, ich habe mir... dass diese Dinge erhältlich waren und musste. Oh, Autos. Endlich mal einer, der Autos will.
Halt sind die Dinger voll, Junge. Rucksack-Tourist, na bitte, Junge. Siehst du, die Scheiße musst du bauen? Die kleinen Abhüten. Das sind die Abenteurer, die da kommen wollen. Die brauchen sowas. Ja, da haben wir es noch. Da quatschen wir. Blut, dass ich dir drin würde. Sorry. Energieeffizienz ist in Tropico ein wichtiges Thema. Deshalb ist nun jeder Donnerstag ein Baden im Dunkeltag. Was hattet ihr denn drin schon vor? Fotosynthese? Ja, auch hier, dein Deck. Haben wir's doch. Wird doch was gelernt hier, Mann. Siehst du? Pensioniert. Weißt du, was in Tropico noch fehlt? Ein Altersheim. Ohne Scheiß, das fehlt wirklich in Tropico. Also an die Programmierer von Tropico, bitte ein Altersheim mit einbauen. Weil guckt euch das mal hier an, so eine Hütte hier, ey, die wohnen hier in so einer Bretterbude, die ich jetzt abreiße. Und das bringt ja echt nichts. Das haben sie wahrscheinlich hier mit kostenlosen Miete und so, alte Leute, Rente und so und Scheiß. Wollten die das abdecken? Kindergeld? Ne. Kostenlos wohnen. Bürger zahlen keine Miete mehr. Ja. Kommen wir einfach zu Bürger, oder? Soziale Absicherung, klar, ja. Rentner und Erwachsene schon überhalten 60% des vom Durchschnittslohn in Tropico abhängt und derzeit 8 beträgt. Die Empfänger haben eine erhöhte persönliche Erfahrung. Ein jeder liebt Geld, jedoch gibt es nicht genug. Wir haben noch Geld. Wenn es mit den... Wissen Sie, was Tropicos Bildungssystem auf die Sprünge helfen könnte? Ein aufwendiger Wettbewerb zu willkürlichen schulischen Fähigkeiten. Am besten mit solch einem Erfolgsdruck. Ah ja. Was? Büro? Wie ist das? Ach so, Kapitalisten. Die heulen immer. Du bist wieder gut zu den Menschen. Bitte bau ein Offshore-Gebäude, damit wir wieder Geld von den Menschen klauen können. Schrecklich, ey. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, deine Mutter. So, schon der Obdachlose, was geht hier? Arbeitslos. 62. Kritisch, kritisch. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Kapital schlagen. Es dürfte doch jetzt keine Obdachlosen mehr gehen. Das ist doch völliger 14 Obdachlose. Das geht doch gar nicht. Arbeitslos 7, Obdachlos 11, leere Wohnung 101. Leute, 101.
neue robotisierte Wartehalle garantiert, dass die nächsten Bahnen fair, ehrlich und ohne jegliches Fehlerrisiko ablaufen werden. Welch Erleichterung! Es gab einige Möglichkeiten. Nichts illegal. Golfplatz, ja, den brauchen wir noch unbedingt. Sowieso kein Platz hier mehr, das ist alles so zugebaut. Forget it. So, dann machen wir mal Schluss für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, Kommentare, Likes, Abos und denkt an die Glocke. Wer so, danke euch.